Bitcoin und Inflation. Ist das Ganze gut für Bitcoin, die Inflation, oder ist das schlecht? Natürlich auf den Preis gesehen und langfristig. Das schauen wir uns gemeinsam in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Thomas Pollert und auf dem Kanal geht es darum, dich digital und finanzfit zu machen. Heute schauen wir uns die Inflation an und Bitcoin und ist das Ganze gut oder schlecht für Bitcoin, dass es Inflation gibt? Wie wirkt sich das Ganze auf den Bitcoin-Preis aus? Ich schaue mit dir mal wirklich die Details an und als erstes sollten wir natürlich die Inflation in Deutschland uns angucken. 2020 hatten wir eine Inflationsrate von gerundet 0,5%. Das siehst du hier im Grünen. Du siehst, davor waren es immer zwischen 1,4 und 1,8%. Die Europäische Zentralbank hat ja ein Ziel, eine Inflationsrate von knapp unter 2%. Das sagt ja, sagt die Zentralbank, das ist gut. Letztes Jahr im Krisenjahr 2020 hatten wir nur eine Inflationsrate gerundet von 0,5%. Dieses Jahr hochgerechnet kommen wir höchstwahrscheinlich wieder auf 1,5% Inflationsrate. Jetzt gibt es aber natürlich noch die wahre Inflation. Was ist die wahre Inflation? Das ist natürlich zum einen die Geldmenge, die in Umlauf gebracht wird, das Bruttoinlandsprodukt und daraus ergibt sich dann die wahre Inflation. Und du siehst hier im Januar 2021 haben wir eine Geldmengenvermehrung von 12,5%. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist um 2,7% gefallen. Das macht eine wahre Inflation im Januar 2021 von 15,2%. Also knapp über 15% Inflation hatten wir in Deutschland im Januar 2021. Und du siehst hier auch, dass auch in den letzten Monaten, Dezember, November, Oktober immer weit über 10% Inflation ist. Ja, und du siehst auch die Geldmenge, sie wird immer mehr vermehrt. Wir sind irgendwo hier von knapp unter 5% gekommen vor der Krise und jetzt haben wir schon eine Geldmengenvermehrung von 12,5%. Bedeutet, von der Zentralbank wird immer mehr Geld in Umlauf gebracht. Schauen wir uns das Ganze mal langfristig an. Seit dem Jahr 2000 haben wir ein Geldmengenwachstum von 5,3% pro Jahr, ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von 1,3% im Jahr. Das ergibt eine wahre Inflation von 4% pro Jahr. Also, du siehst schon einen großen Unterschied, das, was die Zentralbank und die Bundesregierung rausgibt und das, was wirklich eine wahre Inflation ist, die ist fast doppelt so hoch wie die der Zentralbank oder die der Bundesregierung. Du siehst jetzt auch das Geldmengenwachstum hier auf der rechten Seite. Es wird immer mehr Geld in Umlauf gebracht. Das siehst du hier immer sehr, sehr schön. Nun schauen wir uns mal die Inflation von Bitcoin an und hier ist es schön auf diesem Chart zu sehen. Die gelbe Linie ist der Bitcoin-Preis. Du siehst, langfristig kann man eine durchgezogene Linie machen, geht es nach oben. Ja, wir kommen hier seit 2010 und starkes Wachstum, dann Seitwärtsbewegung, wieder starkes Wachstum, lange Seitwärtsbewegung, Wachstum, Seitwärtsbewegung und jetzt haben wir wieder Wachstum. Und du siehst hier die Inflation, sie geht immer weiter nach unten. Das siehst du gleich auf dem anderen Chart noch viel besser. Es geht dann immer nach einem sogenannten Halving, also der Halbierung der Belohnung, der Rewards für die Miner. Geht es dann stark nach unten. Wir sehen hier, wir hatten so 2013 noch eine Inflation von, jetzt müssen wir mal gucken, 24%. Dann geht es runter. Nächstes Halving, da hatten wir dann 7%. Danach wieder runter und langfristig geht es nach unten. Aktuell, du siehst es, hier haben wir eine Inflationsrate von 1,8% bei Bitcoin. Dadurch, dass es langfristig nach unten geht, haben wir eine Deflation. Schön zu sehen ist aber auch, dass immer bei einem Halving oder kurz nach dem Halving es diesen Preissprung gibt. Wie die Inflationsrate nach unten geht, siehst du hier noch viel schöner. Du siehst hier 2015, ja, siehst du die Inflationsrate von über 10% bei fast 12%.
Und danach geht es immer bei einem Halving, geht es dann nach unten und hier ging es dann wieder nach unten. Und aktuell bewegen wir uns, wie gesagt, bei 1,8% Inflationsrate. Langfristig geht es natürlich immer wieder weiter nach unten. Nach jedem Halving sinkt die Inflation. Du siehst also, wir haben hier eine extreme Inflation von über 10%, teilweise sogar bei 20% in der realen Welt, da wo die Geldmenge gedruckt wird. Du siehst auch die Geldmenge, sie wird immer weiter vermehrt. 10%, jetzt sind wir bei 11%, jetzt sind wir schon bei 12,5%. Es kommt immer mehr Geld in Umlauf. Dadurch steigt natürlich auch immer mehr dann die Inflation. Außer natürlich das Bruttoinlandsprodukt steigt wieder. Dann sinkt natürlich die wahre Inflation auch wieder ein bisschen ab. Aber du siehst, wir sind immer weit über oder um die 5% und teilweise sogar jetzt in den letzten Jahren weit über 5% wahrer Inflation. Dagegen haben wir Bitcoin. Das deflationäre Gut, was immer weniger ist, wo wir aktuell eine wahre Inflation von 1,8% haben. Und du hast auch gesehen, dass wir langfristig dann dementsprechend im Preis steigen. Also, ist das Ganze gut oder schlecht für Bitcoin? Natürlich ist es gut. Es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite hast du das Fiat-Geld, also den Euro, US-Dollar und so weiter, was immer mehr gedruckt wird. Es kommt immer mehr Geld im Umlauf und dadurch steigt natürlich dann dementsprechend langfristig die wahre Inflation. Ich glaube, wir werden hier langfristig weit bei über 10% Inflationsrate in Deutschland bleiben. Dagegen haben wir Bitcoin, wo die Inflation jede 4 Jahre sinkt. Natürlich auch langfristig um wenige Prozent, ja, aber den großen Teil sinkt es alle 4 Jahre. So, dementsprechend haben wir hier ein deflationäres Gut. Und meistens ist es ja so, gibt es etwas in Unmengen, dann sinkt der Wert, wie zum Beispiel den Euro. Bedeutet, der Euro wird immer weniger wert werden. Du wirst immer weniger für deinen Euro bekommen. Ja, du hast das, kennst es vielleicht im Supermarkt. Ja, wie viel hast du damals für 50 D-Mark oder für 50 Euro noch vor einigen Jahren bekommen? Heute kriegst du ja teilweise nicht mehr im Wocheneinkauf hin für 50 Euro. Früher hast du gefühlt zwei Einkaufswagen damit gefüllt. Dagegen bei Bitcoin, vor 10 Jahren hast du mit Bitcoin, keine Ahnung, konntest du dir eine Kugel Eis leisten, wenn überhaupt, mit einem Bitcoin. Ja, teilweise nur ein Bonbon. Und heute kannst du dir schon einen schönen Kleinwagen damit leisten. Ja, also wir sehen hier, der Preis von Bitcoin geht hoch, umso geringer die Inflation wird, weil es einfach ein rares Gut wird. Es ist immer mehr wert. Dagegen der Euro, der immer weniger wert wird und dadurch, ja, du immer weniger für deinen Euro bekommst. Auf was du jetzt setzt, musst du selber entscheiden, ob du eher an den Euro glaubst und sagst, das ist meine Währung, oder ob du sagst, ich setze langfristig auf den Bitcoin, ob du sagst, ich setze langfristig auf den Bitcoin als Zahlungsmittel oder eher als Wertaufbewahrungsspeicher und ich bezahle weiter mit dem Euro. Das musst letztendlich du selber entscheiden. Kannst du mir aber auch gerne mal in die Kommentare unten schreiben, wie siehst du das Ganze? Das sind jetzt Zahlen, Daten, Fakten gewesen. Glaubst du eher, Bitcoin wird langfristig im Preis steigen, dadurch, dass wir ein deflationäres Gut haben? Oder sagst du nein, wir werden immer den Euro behalten und der Euro wird auch immer was wert sein? Ich glaube nicht diesen ganzen Charts, sondern ich glaube, der Euro wird langfristig auch einen Wert haben. Oder glaubst du eher, der Euro wird keinen Wert mehr haben? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, abonniere ihn sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Dein Thomas.